Herzlich willkommen bei Kaffee Plus. Heute habe ich mir zwei spannende Gäste eingeladen. Aus Sachsen-Anhalt kommen sie, Jeanette Görlitz und Marco Im. Herzlich willkommen. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und da ihr euch ja sehr gut kennt, alle beide, ihr seid schon 13 Jahre zusammen, mache ich es mir heute mal wieder einfach. Ihr könnt euch gerne gegenseitig selber vorstellen. Ja, Jeanette, magst du anfangen? Gerne doch. Also Marco ist Schriftsteller und wir machen zusammen eine Redaktion. Wir haben eine künstlerische Redaktion, weil gewisse Dinge kann man nur bis zu einem gewissen Grad erklären und dann braucht man einfach visuelle Bilder, um die Sache besser zu erklären und einfach darzustellen, damit die Leute, die sich dafür ernsthaft für dieses Thema interessieren, einfach besser den Faden finden und sich damit identifizieren können und es einfach authentisch besser aufnehmen können, weil es wird halt sehr viel erzählt und manchmal ist es einfach besser, wenn man das ein bisschen unterstreicht mit so visuellen Bildern. Was ist er denn für ein Typ? Oh, das ist eine gute Frage. Manchmal ein bisschen rationaler Typ. Er kann ganz gut mit Zahlen umgehen. Hat aber auch eine kreative Ader, gerade was das Filmschneiden, aber auch für Musik. Das finde ich sehr toll. Ja. Okay, machen wir erstmal mit dir weiter, Marco, wenn du die Jeanette vorstellst. Ja, Jeanette ist ja meine künstlerische Hand an der rechten Seite, könnte man schon so sagen. Also ohne sie würde ich jetzt die paranormalen Dinge gar nicht so komplett darstellen können. Also das Schreiben ist ja die eine Geschichte, man kann ja darüber erzählen und das in Worte fassen. Aber die andere Geschichte ist halt, man möchte den Zuschauer ein bisschen mitnehmen, also auf diese Reise und ihm das richtig zeigen. Und Jeanette, die zeichnet mir eben die Charaktere, die in den Büchern vorkommen. Sie zeichnet mir die paranormalen Geschehnisse. Jetzt ganz aktuell auch die Kutsche noch, die wir jetzt noch als Projekt gezeichnet haben. Und so kann ich halt das innere Bild, was ich halt noch vor Augen habe von damals, kann ich halt den Zuschauer wirklich visuell auch zeigen. Mhm. Genau. Verschwunden im Wald heißt dein erstes Buch. Mhm. Inzwischen bist du schon beim Band 3. Es sind Thriller und die sind so spannend, dass ich es zur Seite legen musste, weil ich mich gegruselt habe, das nachts zu lesen. Also du schreibst das sehr plastisch und wie gesagt, ihr arbeitet zusammen. Und es geht um paranormale Phänomene und das hast du hier in so einer Art Roman oder wie man es auch beschreiben möchte, gepackt. Ja, vielleicht kann man aber grundsätzlich erstmal darüber sprechen, was sind denn paranormale Phänomene oder übersinnliche Geschichten? Also paranormale Dinge sind im Grunde genommen Dinge, die der rationale Verstand nicht beschreiben kann oder die man einfach so nicht erklären kann auf normaler Art und Weise, wissenschaftlich belegt zum Beispiel. Also paranormale Dinge sind Dinge, die erscheint schon, also die hat dann auch jemand erlebt, gesehen, vielleicht auch wahrgenommen, gehört. Geräusche können das ja auch sein. Aber man hat selten das Glück, sage ich mal, dass man diese paranormalen Dinge irgendwie nachforschen kann, dass man sie irgendwie erklären könnte und so weiter, genau. Mhm. Ja. Also es gibt ja, ich habe mal Zahlen gehört, jeder Dritte glaubt an Übersinnliches oder ist abergläubisch. Ich glaube, es gibt sogar wesentlich mehr Menschen, die das erleben. Aber es gibt genauso viele, die sagen, ach, das ist eine Täuschung und Physiker erklären es wieder anders. Und die Psychologen sagen vielleicht, naja, da ist Schizophrenie im Spiel. Mhm. Also wie realistisch sind denn solche Phänomene, also dieses Übersinnliches? Und vielleicht gibt es auch mal ein paar Beispiele, was damit gemeint ist. Also zum Beispiel die Uhr bleibt stehen oder das Fenster geht immer auf und zu, obwohl kein Wind ist oder irgendwie solche Sachen, wo du sagst, hä, habe ich mich jetzt verguckt oder nee, das war jetzt, also sowas vielleicht? Also auf jeden Fall, also die Phänomene, die so wie jetzt Klopfen an der Tür oder das Fenster knallt zu oder öffnet sich oder eine Schranktür öffnet sich einfach mitten in der Nacht, das sind halt Zeichen, die kommen von woanders. Also wir können es ja so, wir sehen ja nur die dreidimensionale Welt, also so wie wir jetzt hier den Tisch vor uns sehen. Und wir können halt nicht weiter hinaus, also mit unseren Augen oder mit unseren Sinnen, können wir nicht weiter hinaus reinführen. Und wenn jetzt Menschen sowas erleben, dann spielen da halt Energien eine wichtige Rolle. So. Mhm. Das können Verstorbene sein, das können aber auch Dinge sein, die in unserem Lebensplan vielleicht drin stehen und dass wir halt genauer hingucken, dass wir tiefgründiger halt sind und nicht nur oberflächlich. Mhm. Wo kommen denn diese Energien her? Da gibt es unterschiedliche Theorien, sage ich jetzt mal. Und viele sagen, es kommt aus der astralen Welt.
Und manche sagen, es liegt halt um uns drumherum, also in der dreidimensionalen Welt. So genau kann man das nicht sagen. Und du hattest jetzt vorhin gerade noch angesprochen, viele glauben nicht daran. Mhm. Also ich selber, wenn ich es nicht selber erlebt hätte, was jetzt auch in verschwundenem Wald passiert ist, viele Geschichten, dann würde ich auch nicht dran glauben, ganz ehrlich. Also man muss es halt wirklich erlebt haben. Und man wird auch immer vor diesen Punkt gesetzt, ja, okay, ich habe es erlebt, aber dann, naja, man selber zweifelt auch nochmal da dran, ja. Man bekommt dann immer noch so einen Impuls und wir wissen auch nicht, wo der Impuls halt herkommt. Na, stimmt es nun, stimmt es nicht? Ach ja, und dann muss ich mich wieder zurückerinnern, doch, es ist halt so. Man will das auch verdrängen, wenn ihm irgendwas passiert und denkt, ach, genau. das bilde ich mir jetzt ein, das war jetzt ein Zufall, dass die Waschmaschine kaputt geht und gleichzeitig noch das. Und also so eine Kettenreaktion oft. Wie hat denn das bei dir angefangen, dass du gemerkt hast, irgendwie, ich bin hellfühlig, hellsichtig oder wie kann man das nennen, wenn man so eine Fähigkeit hat, auf sowas aufmerksam zu werden? Also im Alter von 4, 5, also das weiß ich nicht mehr ganz genau, da fing das an damals, ich bin nachts wach geworden, wir hatten eine kleine Neubauwohnung in Gräfenhainichen in der Gartenstraße und meine Zimmertür, die stand immer offen und auch die Wohnzimmertür und ich konnte von meinem Zimmer aus, konnte ich direkt ins Wohnzimmer gucken, von meinem kleinen Kinderbett aus und ich wache so nachts auf. Uhrzeitmäßig kann ich mich da nicht dran erinnern. Und da steht, wir hatten so eine Vitrine im Wohnzimmer, da stand wie so eine Nebelgestalt, sage ich jetzt heute. Also ziemlich groß, vielleicht 2 Meter groß, für Kinderaugen auf jeden Fall sehr groß. Und die stand einfach nur da. Ich habe mich da richtig erschrocken davor und habe so schnell wie möglich die Zimmertür, die ich auch von dem Kinderbett, das war wie so ein Laufbett, schnell zugeschlagen, weil ich wusste, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Also ich wusste das, ich konnte das schon fühlen in dem Alter. Ja. Mhm. Und es war kein Traum, das weiß ich ganz genau. Und über späteren Recherchen zufolge haben das viele Leserinnen von mir dann, haben das bestätigt, dass es so nach den Aussagen immer so dieser schwarze Mann ist mit diesen Augen wie Höhlen. Und da wurde ich wahrscheinlich das erste Mal damit berührt. Also das war so der Anfang. Mhm. Und dann war aber auch jahrelang erstmal Ruhe. Also das war erstmal so ein Grundstein vielleicht. Und konntest du mit jemandem drüber reden? Also wie war deine Familie auf solche Phänomene? Ich hatte mit meiner Mutti darüber gesprochen. Also ich hatte mich da auch gefreut und sie hatte das gleich abgetan. Gibt's nicht und hast vielleicht nur geträumt und wie man halt so ist. Ja, von der mütterlichen Seite her. Also hat mir das regelrecht ausgeredet. Mhm. Ich träumte dann, es waren so ein paar Tage vergangen, dann noch mal davon. Also das war dann aber auch ein Traum. Und da hatte mich dann auch diese Gestalt verfolgt. Also wir hatten dann das Treppenhaus, wir wohnten oben in der 4. Etage. Und ich rannte da richtig nach oben. Und also so, ich hatte auch das Gefühl, dieses Ding, was auch immer das ist, das will mich halt umbringen. Also in dem Alter wusste ich das schon, ja. So, und bin dann so in die, es steht auch im Buch drin, und bin dann so in mein Zimmer rein und habe so die Tür so dagegen, dass das Ding halt nicht reinkommt, ja. Hat es aber dann doch geschafft, hat mich richtig so in die Ecke gezerrt und dann mit dem Messer halt erstochen, so in dem Traum. Und in dem Gesicht von dieser Gestalt damals, da konnte ich, und das ist halt heute noch richtig gruselig, da konnte ich richtig wie so eine Wiese sehen, da war so eine Blockhütte, so ein altes Haus. Und da sah ich so wie eine andere Welt, sage ich jetzt mal. Also ich konnte richtig reingucken und dieser schwarze Mann oder diese Gestalt sagte nur, na, du willst doch auch da rein. Mhm. Und in dem Moment hat er das Messer bei mir in die Brust gesteckt, ja. Es war zum Glück ein Traum und du bist dann wach geworden? Es war zum Glück ein Traum, oder? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich dann in der Nacht gleich wach geworden bin. Daran kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Auf jeden Fall sitzt es halt heute noch tief drin bei mir, ja. Jeanette, wie ist das bei dir? Hast du auch als Kind schon solche Sachen erlebt oder kam das später? Doch, es gab tatsächlich einige Phänomene. Ich hatte mal so eine Astralreise gehabt und zwar war das noch in der Schulzeit und ich habe geträumt, es hat sich richtig real angefühlt, dass am nächsten Tag eine Schulband auftritt. Also ich kannte auch den Namen im Traum nicht, aber es war so richtig das mit Autogrammstunde und das mit dem Angucken. Und am nächsten Tag so ganz normal, habe gedacht, ach, schöner Traum, ja. Komme in die Schule und dachte, mich trifft der Schlag. Da steht tatsächlich ein Showtruck bei uns mitten auf dem Schulhof und da ist die Band Silber aufgetreten. Das war so genial. Also ich habe mich jetzt nicht für verrückt erklärt, aber ich fand es einfach faszinierend. Das war ein richtig interessantes Ereignis. Und dachte mir, okay, gut, habe das dann so hingenommen, weil in dem Alter hat man einfach noch nicht so dieses Bewusstsein. Marco sagt, man hat das Bewusstsein. Vielleicht ist das Bewusstsein einfach auch so ein bisschen abgekapselt oder man hat nicht so den Zugang dazu. Jedenfalls ein sehr interessantes Phänomen, wo ich einfach gerne zurückblicke und denke mir, okay, ja, okay. Und dann gab es ja auch so die Fernsehsendung X-Faktor.
Und das habe ich sehr gerne geguckt. Ich bin so eine Scanner-Persönlichkeit und schaue mir halt neutral gerne immer verschiedene Sachen an und probiere sie halt auch raus, um herauszufinden, ob das zu mir passt oder nicht. Das ist so eine Selbstfindungsgeschichte. Aber doch diese paranormalen Dinge und auch diese spirituellen Dinge, das finde ich schon sehr interessant. Also ich bin jetzt nicht abgeneigt dagegen oder so. Das ergänzt uns beide auch ganz gut, weil ich bin dann sehr neutral und er kann mir das dann auch alles erzählen, ohne dass ich sage, das ist Quatsch oder so, das gibt's nicht. Kann ich ihn ganz gut auffangen. Und gerade manchmal sind auch so Metaphern des Lebens und dann kann man sich dann einfach austauschen. Was meinst du, was könnte das jetzt bedeuten? Oder manchmal läuft man auch dran vorbei im Leben, denkt man, ach, das meint der jetzt bestimmt so oder so. Und dann kommt man trotzdem im Umweg wieder zurück und macht es dann trotzdem. Haben wir auch schon ganz häufig gehabt. Also interessantes Thema. Wisst ihr was darüber, wenn Menschen halt solche Erlebnisse haben? Also oftmals sagt man ja, da ist vielleicht gerade jemand gestorben oder das ist jemand, der hat gerade tiefe Probleme oder will irgendein Problem nicht sehen und dann spukt es in seinem Umfeld, damit er eben darauf aufmerksam gemacht wird. Ist das so? Ja, das ist definitiv so. Also wir werden regelrecht, also wir haben ja jetzt hier diese materialisierte Welt, sage ich jetzt mal so, diese dreidimensionale Welt und wir leben ja so, ich sag mal, in den Alltag hinein oberflächlich. Also wir gehen ja gar nicht so in die Tiefe hinein. Und dann kommen halt Menschen, die sagen, oh, ich habe darüber geträumt und dann wollen sie aber nicht darüber reden. Und wir werden immer wieder zu diesem Punkt zurückgeführt, dass wir tiefgründiger hinschauen sollen. Also wir sollen näher nicht nur dieses Objekt sehen, wir sollen den Hintergrund halt erfahren. Ich sage immer, hinter den Vorhang mal blicken. Ja? Also mal, was könnte das jetzt bedeuten? Warum zur richtigen Zeit am richtigen Ort wo bin ich jetzt gerade zum Beispiel, ja? Und ja, und die Phänomene, die kommen deswegen halt, wie gesagt, dass wir nicht nur darauf aufmerksam gemacht werden, sondern dass wir auch unseren Lebensplan halt folgen. Es gibt halt auch so einen Seelenplan, den wir alle in uns tragen. Und manche halten das auch wieder für Blödsinn und die sagen dann, nein, wir sind doch Schöpfer und wir können doch das alles frei bestimmen. Aber im Grunde genommen haben wir alle wie so einen kleinen inneren Fahrplan. Und dann kommt so ein Zeichen, so ein Signal und das zieht uns regelrecht dann wieder dorthin. Ja? Genau, also man kann das schon so sagen. Also Zeichen sind schon wichtig. Ja? Wie ging das bei dir weiter? Also mit 4 war diese Nebelfigur, dann kamen diese Träume. Wie ging das weiter? Meine Oma hatte dann frühzeitig einen Garten, also die zog dann um, eigentlich so eine Straße weiter in Halle und holte sich einen Garten bei uns in Landsberg. Und ich wohne jetzt auch in Landsberg. Wir sind dann damals auch durch durch so eine, wie sagst du immer, Fügung sind wir regelrecht reingerutscht sozusagen, dass wir dann halt auch dahin gezogen sind. Jedenfalls besaß sie einen Garten und wir hatten an einem Samstag gegrillt, wie man das halt so macht. Und der Bungalow, der war relativ flach und auf einmal, ich weiß noch abends, da kommt so ein richtig helles Licht, also wie so ein Scheinwerfer. Und wir hatten so eine große Tanne und die Tanne war auf einmal richtig in diesem Lichtstrahl. Also richtig so ein bläuliches, wie Mondlicht, sage ich jetzt mal. Wie spät war es? Ja, das kann man so gar nicht mehr sagen. Also es war schon sehr spät. Ja, vielleicht war es gegen 9:30, um 10. Ich weiß es nicht mehr genau. Und da guckt man auch nicht auf die Uhr. Jedenfalls, ich habe mit meiner Tante, wir haben damals immer so eine kleine Bude für uns gebaut, hinten am Kompost und so Decken drüber geschmissen als Zelt. Und wir waren draußen und meine Oma, die ruft auf einmal, schnell, schnell, ihr müsst euch das angucken. Und wir gucken so nach oben und da war wie so ein fliegendes Objekt halt über dem Bungalow drüber. Es war mehr oder weniger im Schatten, also wir konnten das nicht richtig wahrnehmen, was das ist. Es sah aus wie so ein Dreieck, also meine Oma, die schwört heute auch noch drauf, dass es wie so ein fliegendes Dreieck war. Und vorne war wie so ein Frontscheinwerfer und der strahlte richtig auf die Tanne. Und also bewegungslos, schwebend und geräuschlos. Also man hat nichts gehört, man hat keine Bewegung wahrgenommen. Wir standen da wie versteinert da, wir wussten nicht, was das ist. Und auf einmal fing das an, sich zu bewegen Richtung Feld. Wir hatten hinten gleich das Feld, so erst so langsam und dann wurde das immer schneller und verschwand. Also ganz kurios. Das Licht natürlich mit. Ja, das war so der zweite Punkt, den ich so... Und dass das eine Art Drohne gewesen sein könnte oder irgendein Spielzeug vom Nachbarn? Nee. Ich hatte dann mal so ein bisschen recherchiert. Es gab mehrere solche Fälle, die gesichtet wurden, auch in Berlin damals. Das war inmitten der 90er. Und da haben die irgendwelche Forschungen vom Militär damals gemacht mit solchen Objekten, sage ich jetzt mal. Aber es war jedenfalls kein normales Flugzeug und auch kein Hubschrauber oder sowas in der Richtung. Es war ja so ein fliegendes Dreieck halt. Aber sowas habe ich genau vor einer Woche auch gesehen auf der Autobahn. Also ich fahre auf der Autobahn und dann kommt so ein Dreieck angeflogen. Ich kann noch nicht mal genau sagen, wie groß das war. Und
saust du dann aber weg, wo ich gedacht habe, so, ich habe auch noch nicht gesehen, aber so aus dem Militär, irgendwie von Däniken oder so, der hat sowas mal beschrieben, wo die so Versuche machen, dachte ich, ist merkwürdig. Genau. Ja, aber bei dir ist ja die ganze Verwandtschaft irgendwie so, ich sag mal hellfühlig oder, das ist das falsche Wort, glaube ich, ne? aber hat so solche Phänomene erlebt. Ja. Ich glaube, deine Oma mehrmals und auch so deine, vielleicht kannst du uns da noch ein paar Beispiele nennen. Also bei meiner Oma fing das ja schon frühzeitig an, auch bei meiner Tante, muss ich sagen. Meine Tante, also die Tochter von ihr, die wohnte noch bei ihr und der Vater, also mein Opa, der ist frühzeitig gestorben. Und da war meine Tante gerade 10 und ich gehe heute davon aus, dass sie das auch ziemlich mitgenommen hat. Das war auch noch kurz vor Weihnachten. Also war ein schwerer Schicksalsschlag für sie und für uns alle. Und er schenkte ihr damals zu Weihnachten kurz vorher eine Puppe. Das war so eine Sprechpuppe, da konnte man halt auf die Finger und auf die Handflächen konnte man so drücken und auf die Füße. Und da hat die halt solche Geräusche gemacht. Und diese Puppe, die wir haben heute noch Fotos, die war verpackt in so einem, ja, so einem Puppenkarton unterm Weihnachtsbaum. Und als er verstorben war, da fing das dann an. Also sie hatte die Puppe in der Wohnung auf so einen Sessel ungefähr gesetzt, im Schlafzimmer. Und auf einmal, also keiner war in dem Raum, fängt die Puppe an zu lachen. Mehrfach. Also wir hatten, ich war auch damals dabei, wir haben ja unsere Oma immer, also meine Mutti und ich, besucht jeden Samstag. Und da hatte sie gesagt, also ihr müsst euch das, ich habe mir das nicht eingebildet, meine Oma sagte das, ihr müsst euch das wirklich mal anhören, setzt euch ins Wohnzimmer. Und da war ich auch dabei, da fing die Puppe an zu lachen. Aber war das ein Geräusch von den Geräuschen? War von der Puppe. Achso, das, ja, genau. Vielleicht als der wenn man auf die Hand, vielleicht, man musste auch derb draufdrücken. Also ich habe das dann nochmal ausprobiert, man musste richtig tief draufdrücken. Ja. Mhm. Also von alleine konnte die Puppe eigentlich nicht so. Mhm. Und als wenn immer so mein Opa kommunizieren wollte, haben wir damals so gedacht. Und dann zog meine Oma mit Susanne damals, also mit meiner Tante um, auch ein paar Straßen weiter, und die Puppe verschwand. Also wir wissen auch heute nicht, was mit der Puppe passiert ist, obwohl wir eigentlich alle Sachen eingepackt haben. Die Puppe war auf einmal nicht mehr da. Mhm. Das wird auch im zweiten Teil, also von Band 2 ist das nochmal näher, die Geschichte. Mhm. Ja, und als sie dann umgezogen war, drüben in der Haflingerstraße dann in Halle, da fing das dann bei meiner Oma richtig an. Sie ist im Bad zum Beispiel, ist ihre Geschichte immer, hatte so ein Haarkamm, wollte sich so zurechtmachen eben. Und auf einmal merkt sie, wie der Haarkamm so rausgezogen wird. Niemand war im Bad. Also so richtig ganz leicht und sanft der Haarkamm. Und der ist dann auch danach verschwunden. Das war so der nächste Punkt. Hm. Und dann haben wir schon gedacht, also jetzt, jetzt wird es langsam wirklich unheimlich. Also es kann eigentlich gar nicht sein. Also wir haben das am Anfang auch nicht geglaubt mit dem Kamm. Aber sie schwört da drauf. Also das war wirklich so mit dem Haarkamm. Der hat auch so ein, wie so ein Schmetterling da oben dran. Also es war so ein besonderer Haarkamm halt, den man sich so eigentlich so in der Haare steckt. Ja, früher hat man ja die Frisuren so, richtig, so hoch, das hatte ist heute sie gar immer. Nicht mehr so üblich. Genau, ja. Ja, und irgendeine Tante oder die Mutter ist immer auf der Straße lang gelaufen und die Laternen ging, auch die Oma. Mit einem Hund spazieren. Damals Cassie, sie hatte so einen Yorkshire, so einen, und meine Tante hatte sich auch so in den Yorkshire verliebt, könnte man sagen, und entweder ging sie raus oder meine Oma ging raus. Und wenn meine Oma rausging, und wir waren aber dann in Grevenhainichen, also ein paar Kilometer weiter, dann hatte sie auch immer uns angerufen und gesagt, jetzt ist wieder was passiert, ja, ich gehe einmal um die Häuserecke drumherum und alle Lichter gehen aus. Von der ganzen Straße, der Haflinger Straße. Ist ja so ein Rondell, kann man ja heute noch drumherum. Und es war so ein orange-gelbes Licht, sage ich jetzt immer. Und mit einem Schlag alle Lichter aus. Und dann haben wir uns das selber mal angeguckt. Und dann hat sie gesagt, ihr müsst jetzt mitkommen. Wir haben sie auch wieder, wie man halt so ist, das nicht geglaubt. Und ja, um die Ecke und haben wir es selber gesehen. Alle Lichter aus. Ja, und dann sind wir extra drumherum gelaufen und dann ganz vorsichtig, nur mal so aus Entfernung, nicht ganz an die Ecke ran, da waren die ganzen Lichter wieder an. Und da wussten wir auch, da ist irgendwas Magnetisches. Das hat auch meine Oma dann immer so beschrieben. Also sie fühlte das richtig wie was Magnetisches einfach. Mhm. Genau. Vielleicht lag es am Hund? Weniger, denke ich mal. Also Cassie hatte damit weniger zu tun. Und sie ist ja dann auch verstorben, also der Yorkshire, und die Phänomene gingen ja auch weiter. Also das hatte weniger mit dem Hund zu tun. Mhm. Genau. Also viele von den kleinen Fällen sind ja eher so, ja, die sind dem einen oder anderen vielleicht auch schon mal passiert, die findet man auch im Buch so als Geschichte verpackt. Aber es gibt ja einen Tag X und das war der 11. Oktober 97. Da beschreibst du
Da hatten wir eine Zeitreisensichtung. Was ist das überhaupt? Also eine Zeitreisensichtung, das ist etwas, wenn ich im Grunde genommen etwas wahrnehme vor uns und was eigentlich komplett aus einer anderen Zeit stammt. Also das kann aus der Zukunft zum Beispiel sein. Und bei uns war es halt so aus der Vergangenheit. Mhm. Und es war halt an dem Tag so, wir wollten Pilze sammeln in Helfter. Das liegt bei Lutherstadt Eisleben im Waldstück. Und ich bin mit meiner Mutti an dem Tag von Gräfenhainichen erst nach Halle gefahren, um dann, und damit wir uns noch mal so ein bisschen absprechen mit meiner Oma und mit meiner Tante, die damals ja auch mit dabei waren, und der Lebensgefährte Gerhard in der Geschichte. Und wir haben uns erst in Halle kurz getroffen und dann sind wir auf der B80 gefahren und dann Richtung Lutherstadt Eisleben. Das ist so ungefähr 25 Minuten von Halle dann entfernt. Mhm. Und wir hatten uns dabei überhaupt nichts gedacht. Wir parken da so die Autos und laufen da durch den Wald so durch. Und wir waren das erste Mal dort, muss ich dazu sagen. Also es war später dann hinterher ein paar Mal, aber an dem Tag war es das erste Mal. Und wir haben so die Körbe in der Hand, wie man eben halt so auf Pilzsuche geht. Hallimasch war damals so ein beliebter Pilz. Mhm. Und wollen so eine kleine Runde sozusagen drehen. Und der Gerhard, der Lebensgefährte meiner Oma, der kannte sich gut aus. Also der war schon mal dort gewesen in dem Wald und hatte auch uns auf die Idee gebracht, fahrt mal dorthin, da gibt es eine Menge Pilze, Schirmpilze und Bohwiste und eigentlich alles Mögliche an Pilzen. Mhm. Und wir gehen da so in den Wald nochmal hinein. Und da ging es dann halt nicht weiter an einer Stelle. Da war volles Gestrüpp. Also es war eigentlich so ein schöner, breiter Weg und war auf einmal richtig Gestrüpp und wir wollten erst umkehren. Mhm. Und meine Mutti sagt noch, ach, jetzt umkehren und so weiter. Und ja, und da ging aber links davon, da war so ein Jägerstand, da wollten wir erst hoch, wie man als Kind so ist. Also meine Tante und ich wollten da erst hochklettern, das war aber schon so morsch. Und da ging neben dem Jägerstand so ein kleiner, schlängeliger Pfad lang. Mhm. Und dachten, okay, vielleicht kommen wir da irgendwie auf einen anderen Weg oder so. Wird ja schon eine Bedeutung haben. Mhm. Also nichts wie wir sind, den schlängeligen Pfad konnte man nur hintereinander laufen. So breit war er. Mhm. Und dann war es so, auf der linken Seite fand dann Gerhard so eine kleine, lose Pilzgruppe. Und er wusste gar nicht, was das für Pilze sind und er war aber so ein Fanatiker, er wollte das unbedingt wissen, hatte so ein kleines Pilzbuch dabei und sein Messer immer in der Hand. Und er sagte nur so zu uns, geht schon mal vor, ich komme gleich nach. So, er hockte sich noch hin, ich sehe das heute noch, er hockte sich hin neben diese Pilzgruppe und so. Und wir vier, also meine Mutti, ich, dann meine Tante und meine Oma, gehen den schlängeligen Pfad einfach weiter. Mhm. Und da kamen wir auf einen breiteren Weg. Ich würde heute sagen, wie so eine Art T-Kreuzung sah das so aus. Mhm. Links ging es aber nicht weiter, war wieder so ein Gestrüpp. Also ging es nur nach rechts. So, wir laufen einfach so weiter, denken, naja, Gerd wird schon kommen. Und in der Mitte, da wuchs so saftiges Gras und links und rechts, das war alles grüner. Also irgendwie passte dieser Weg nicht in dieses Gesamtgeschehen. Es war ja Herbst gewesen, es war eigentlich so alles so braun und auf einmal. Ich habe mir da aber gar keine Gedanken groß gemacht. Also ich lief links, meine Tante neben mir und wir liefen sozusagen vorne weg. Und auf einmal, ich gucke so erst so auf meine Füße und dann gucke ich so nach vorne und dann war auf der rechten Seite, war da diese Kutsche. Und ich dachte erst in dem Moment, sagst du mal nichts, weil ich war damals so in diesem Gameboy-Wahn. Du warst acht Jahre alt. Ja. Ich war damals in so einem Gameboy-Wahn und dachte erst, okay, vielleicht bildest du es dir ein, vielleicht hast du da irgendeine Lichtspiegelung oder irgend so etwas. Und dann hielt auf einmal meine Oma hinter mir an und wir stoppten auch und sagte dann nur, ich sagte erst, seht ihr auch, was ich sehe, weil sie anhielt. Und meine Oma sagte daraufhin, da vorne steht ja eine Kutsche. Hm. Und wir waren wie versteinert. Also wir hörten nichts, also kein Vogel, kein Laut. Dieses Objekt stand einfach nur da. Wie sah die aus? Also die war aus dunkelbraunem Holz gefertigt. Und was wir zuerst wahrnahmen, waren vier große Speichenräder, also aus Holz. Und, und wir haben diesen Sitz, wo der Fahrer immer drauf saß, das hat man noch gesehen. Das war so das Erste, was wir wahrgenommen haben. So. Die Deichsel, die Kutsche dann hatte, haben wir erst hinterher gesehen, genauso wie die Tür, die auf einmal aufging an der Seite. Mhm. Und an der rechten Seite, also die Kutsche stand so schräg wie in den Wald reingefahren, war so eine braune Holztür. Und auf einmal ging die auf. Und kurz danach sprangen zwei Kinder raus. Ein Junge und ein Mädchen, etwa in meinem Alter damals. Du hast dazu Zeichnungen gemacht, die können wir... Das ist richtig, die haben wir heute mitgebracht und die können wir dann auch für unsere Zuschauer gerne einmal einblenden. Ja, wenn wir jetzt weiter erzählen, dass man auch ein Bild davon hat, von der Kutsche und von den Kindern. Mhm. Richtig, und dann war es so, die Kinder, die tanzten wie eine Art Ringeltanz vor dieser Kutsche. Die Tür blieb die ganze Zeit offen. Mhm. Wir konnten auch aus dieser Entfernung von, ich sag heute,
60 Meter und ungefähr, das ist sehr schwer einzuschätzen, konnten wir nicht in die Kutsche hineingucken. Die war für uns dunkel. Also niemand von uns kann genau sehen oder heute noch sagen, was da drinnen wirklich war. Die Kinder, die tanzten da so ihren Ringeltanz, also fassten sich an beide Hände, einmal mit dem Uhrzeigersinn und dann auch wieder entgegen. Und die trugen ziemlich historische Kleidung. Also das Mädchen trug so ein langes Kleid mit so einer Schürze und so einer Haube. Und der Junge, der hatte so ein Hemd an und so eine Kurthose. Und das war halt ziemlich ungewöhnlich. Mein erster Gedanke war damals auch, vielleicht so ein Kostümfest oder irgendetwas. Dass die auf dem Weg sind, verkleiden sich so. Und Mittelalterfest. Das war das Erste, was so der Gedanke war. Aber man hörte eben keinen Laut. Das war schon komisch irgendwie. Und als sie dann so fertig waren, vielleicht war so eine Minute, anderthalb Minute vergangen, da rannte das Mädchen zuerst los, im Uhrzeigersinn um die Kutsche drumherum. Und der Junge, der folgte ihr. Und dann sprang das Mädchen über diese Deichsel vorne drüber. Mhm. Und da erkannten wir zum ersten Mal, dass die Kutsche keine Pferde hatte. Also weder eins noch zwei Pferde. Wir wussten ja nicht, ob das vielleicht die Kutsche mit ein oder zwei Pferden vielleicht bespannt wurde früher. Jedenfalls sprang das Mädchen so drüber und der Junge brauchte ein bisschen. Und dann lief der so im halben Gestrüpp so hinterher. Da machten die ihren Ringeltanz nochmal, wie als wenn wir das wahrnehmen wollten. Und meine Tante und ich, wir wollten jetzt unbedingt dahin. Also wir haben uns richtig, wir wollten wissen, was es ist. Es war ein ganz komisches Gefühl. Auf der einen Seite so ein abneigendes Gefühl, dass man so sagt, naja, man hat ein bisschen Angst davor. Und auf der anderen Seite aber so ein hinreißendes, weil man will unbedingt wissen, was das halt ist. Und wir sind auch ein paar Meter rangelaufen. Aber das Objekt oder so, das haben wir auch nie erreicht. Gott sei Dank, sage ich heute. Meine Mutti und meine Oma, die haben uns sofort zurückgerufen, kommt sofort hierher. Denen ist das auch unheimlich gewesen. Und ohne dass wir uns umdrehen, sind wir rückwärts wieder zurückgelaufen bis zu den Eltern und haben wir die nie aus den Augen gelassen. Und dann war es so, das war ganz komisch und das macht überhaupt gar keinen Sinn bis heute, beendeten die ihren Ringeltanz schlagartig und das Mädchen, das sprang regelrecht in diese Kutsche, wurde wie reingezogen in diese Kutsche hinein. Mhm. Und als der Junge dann auch drin war, flog die Tür zu. Und das war dann der Moment, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt Gerd von der Pilzstelle holen, wir vier. Und warum wir vier, wir wissen nicht, warum zwei nicht da geblieben sind und zwei gehen zurück, das wissen wir bis heute nicht. Also wir waren wahrscheinlich so geschockt von diesem Moment, wir müssen jetzt Gerd diese Kutsche unbedingt zeigen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind also zurückgelaufen, diesen schlängeligen Pfad zurück. Und jetzt kommt etwas, was ich auch im Buch geschrieben habe, was wir bis heute auch nicht begreifen können. Gerd, es waren vielleicht ein paar Minuten vergangen, Gerd, der war immer noch an der Pilzgruppe, genauso wie wir ihn verlassen hatten. Der hockte immer noch daneben und für ihn war auch keine Zeit vergangen. Wir hatten ihn dann gefragt, wir müssen hier unbedingt die Kutsche, und der, welche Kutsche, der war ja richtig wie von Sinn, ja? Der konnte sich überhaupt nicht erklären, was jetzt in uns gefahren ist und so. Der hat uns für verrückt erklärt. Was soll der Quatsch? Wollte mich da ja veralbern? Und nein, und er wollte noch die Pilze, wollte sie schon in diesen Pilzkorb reinladen, sag ich mal. Und hat sie dann doch liegen lassen. Wir haben den regelrecht weggezerrt von dieser Pilzgruppe. Und als wir ihnen dann die Kutsche zeigen wollen und wir wieder auf diesen Originalweg sind, und das war auch definitiv der Weg, weil es ging ja nur dieser schlängelige Pfad so weiter, war sie verschwunden. Wir haben dann alles abgesucht an der Stelle. Wir haben nach Spuren gesucht der Kinder, also nach Fußabdrücken. Wir haben nach Radspuren gesucht. Es war so leicht feuchtes Wetter auch gewesen, so wie es halt im Wald zur Herbstzeit ist. Und da war an dieser Stelle, wo die Kutsche dann vorher stand, war so ein riesiger Holzstapel. Wir können auch nicht sagen, ob... Und der war vorher nicht... Das können wir nicht genau sagen. Vielleicht war der Holzstapel hinter der Kutsche vorher gewesen, dass die Kutsche den verdeckt hatte. Aber wir wissen halt hundertprozentig, dass der Holzstapel halt da war. Den haben wir dann halt auch angefasst und berührt. Und Gerd, der meinte nur, naja, jetzt hakt's aus bei euch. Und aber hat das wenn man nie das geklappt. Zu viert sieht, oder? Das ist dann schon... Genau. Wenn ich es alleine gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich selber an mir gezweifelt. Und auch meine Oma, jeder von uns. Wenn einer von uns alleine das nur gesehen hätte, dann hätten wir das definitiv... Heute noch, wir muntern uns immer alle vier auf, weil wir wollen es selber nicht wahrhaben, ja, also was das auch zu bedeuten hat. Und ja, wenn man das zu viert erlebt, dann denkt man wahrscheinlich auch darüber anders. Jetzt bist du, glaube ich, regelmäßig immer mal wieder dort in dem Wald, oder? Zuletzt vor ein paar Wochen und hast auch noch mal mit der Kamera gefilmt. Da können wir uns ja mal die Bilder angucken. Wenn man sich das anschaut, denkt man, naja, gut, ein Wald wie überall ist halt jetzt Sommer und da ist der Hochstand und
breiter Weg, grün, ja, links und rechts. Wie geht's dir, wenn du da durchgehst? Du warst ja mit, glaube ich. Ja, wir waren mit, waren jetzt im Sommer, waren wir dort. Und es ist wirklich alles zugebrochen. Also die Bäume, die hatten ganz schön zu tun. Die mussten Baumfellarbeiten gemacht werden, weil die einfach sehr verwittert waren und einfach kaputt. Und das ist natürlich auch Dünger für den Boden. Das ist wirklich alles zugewachsen. Viele Wege sind jetzt im Sommer nicht betretbar, weil das Gras sehr hoch ist. Mhm. Und wir haben letztes Jahr, war es letztes Jahr, ne? Vor zwei Jahren hatten wir Audioaufnahmen gemacht und die haben uns dieses Jahr angeschaut und da gab es auch so solche Geräusche. Mir ist eingefallen, wo ich das gehört habe, musste ich an Meditation denken. Da gibt es so Alpha und Wellen. Mhm. Und so klang das einfach. Es war so ein Summen. Das trat, ne, nicht ganz plötzlich, aber es kam dazu so, es trat auf, dann wurde es lauter und dann verblasste das wieder, wo wir weitergegangen sind. Also wir sind nicht stehen geblieben, wir sind den Waldweg weitergelaufen, haben die Kamera laufen lassen währenddessen und dann war das halt dieses Geräusch da. Das war nur an gewissen Stellen, wo wir heute nicht mehr hinkommen, da das, wie gesagt, alles zugewachsen ist an diesen Stellen. Mhm. Gut, wenn ich jetzt an gestern Abend denke, wo ich durch den Wald bin, da habe ich auch so ein Summen gehört, aber das war diese ganzen Insekten, die man abends um 9 noch mal so ganz krass hört, wenn man sich darauf einlässt, würde ich jetzt als rational denkender Mensch sagen, boah, bestimmt sowas. Mhm. Na, wir haben das mit Kopfhörern gehört, mit solchen Basskopfhörern und das filtert das einfach und dann kann man das richtig deutlich hören. Also wir haben das da nicht wahrgenommen, sonst hätten wir gedacht, Schatz, warte mal kurz, da ist irgendwas. Mhm. Aber manche Sachen, die halt paranormal sind, die hört man ja einfach so gar nicht. Da braucht man vielleicht ein Gerät oder ein Mikrofon, was das dann einfach aufnehmen kann. Und das war in dem Fall der Fall. Wir wollten es für die Sendung nochmal aufnehmen, deswegen waren wir ja nochmal da vor ein paar Wochen. Aber kam halt nicht mehr ran. Ja, also diese Kutsche, dieses Kutschenerlebnis ist jetzt das Einzige, was Helfter betrifft? Oder ist dann später noch mal irgendwas passiert? Was Helfter betrifft, auf jeden Fall. Ich hatte ja in dem Buch dann, also ich habe dann daraus ein Buch gemacht und die Geschichte alleine wäre dann auch keine Geschichte so. Und ich habe dann im Grunde genommen, also einmal die Wahrheit, also im ersten Teil, das ist Verschwunden im Wald basiert ja auf zwei Kapiteln, baut es ja auf. Und Kapitel 1 beschäftigt sich mit Helfter und der ganzen Hintergrundgeschichte. Und Kapitel 2 ist dann halt reine Fiktion, was dann halt mit dem Wald vielleicht noch passieren könnte oder so. Ja, will man ja nicht hoffen, aber laut Teil 2. Mit einem Psychopathen. Genau. Also das, du beschreibst das schon ziemlich spannend und eigentlich am Anfang aus der Sicht dieser Kinder. Ne? Das fand ich ja auch toll. Also, in dieser Sprache, wie, für wen ist eigentlich das Buch? Das, also wenn es nicht so gruselig wäre, hätte ich gesagt, das ist für Schüler oder so, die auch so in dem Alter sind. Ich würde mal sagen, also man sollte es vielleicht nicht zu jung lesen, also so ab 16 vielleicht, so meine Einschätzung. Haben mich auch schon viele Leserinnen übrigens gefragt, ja. Also welche Altersgruppe. Aber bei Büchern ist das ja immer so anderes Thema als bei Filmen zum Beispiel. Mhm. Ich wollte noch ergänzend dazu sagen, der Jäger, der in der Geschichte allerdings vorkommt, den gab es wirklich, also als Person. Nur nicht, dass der eben diese Handlung dann ausgeübt hat. Mhm. Das war aber in einem anderen Waldstück in Möhler, wo dann auch noch was passierte damals. Genau. Wie bist du denn, du kommst ja von der Elektronik oder sowas, wie bist du denn auf die Idee gekommen, deine Geschichte aufzuschreiben und dann auch noch auszuschmücken oder überhaupt, also du hast ja schon ein handwerkliches Talent im Schreiben. Also witzig war, dass ich an dem Tag, wo wir dann von Helfter wiederkamen, an dem 11. Oktober 97, wir saßen so gemütlich zusammen, wir hatten die Pilze fertig gemacht und ich sitze so, also bei der Oma dann, wir sitzen so gemütlich zusammen und essen Abendbrot und da kam mir so der Gedanke, weil wir uns dann darüber unterhalten hatten, das müsste man in ein Buch verfassen. Also ich war, das muss man sich mal überlegen, in dem Alter von 8, ja, kam mir das so in den Gedanken, ein Buch darüber zu schreiben. Mhm. Habe das aber dann natürlich in dem nur so als Kind so wahrgenommen. Und dann später war es ja so, ich hatte durch so eine Schlüsselrolle in der Elektronikwerkstatt tatsächlich, also ich hatte meine Ausbildung gemacht, da wurde ich so als in die Zeitwirtschaft so ein bisschen reingeführt und da kam dann wieder, weil wir so zeitwirtschaftliche Dinge so als Prozessaufnehmer aufnehmen sollten, kam mir der Gedanke, okay, wenn ich jetzt schon hier so im Schreibhandwerk wieder so reingeführt werde, dann kannst du ja gleich mal irgendwann mal wieder diese Geschichte schreiben. Das war wieder Intuition. Mhm. Ja? Und dann setzte ich mich eines Tages ran, das waren dann so ungefähr 15 Seiten und fing dann an, ganz einfach nur diese Geschichte einfach nur mal so aufzuschreiben. Mhm. Dass man dann, dass sie nicht in Vergessenheit gerät. Was eigentlich für uns unlogisch ist, weil sowas kann man nicht vergessen. Aber für mich war wichtig, schreib es dir einfach mal auf. Mhm. So. Weil ja eben viele auch danach gefragt hatten. Und dann hatte ich die Geschichte weggetan für ein paar Jahre. Und dann wollte ich sie 20 Jahre nach Helfter wollte ich sie aufleben lassen. Mhm. Und dazu kam es aber nicht. Also ich hatte dann, ja, wie es halt so ist im Arbeitsleben, ja, hatte dann andere Pläne wieder. Und dann zog sich das immer weiter nach hinten. Und dann kam das richtige Schlüsselerlebnis. Das war deine Wenigkeit. Sie hatte mich eingeladen, als Geburtstagsgeschenk war das gewesen, Hotel zum Stein in Wörlitz, in dem Hotel. Und wir kommen so an,
packen so die Sachen hin, ich setze mich auch wieder in so einen Sessel rein und in dem Moment schießt mir der Gedanke durch den Kopf, gucke mal nach einem alten Akku, ich habe noch so einen alten Laptop zu Hause, einen Schreiblaptop, gucke mal nach einem Akku für den Laptop und dann könntest du doch dein Buch schreiben. Und in dem Moment, ich gucke so im Internet, es gab noch einen Akku, den habe ich dann auch gleich bestellt. Ich war nur noch auf dieses Schreibhandwerk dann so fokussiert. Ja, jetzt die Geschichte muss jetzt einfach zu Papier gebracht werden. Das war Ende 2018. Und konnte mich gar nicht mehr so richtig konzentrieren. So, war eigentlich auch ein bisschen schade, aber irgendwie hatte ich dann so, den 3-4 Tagen hatte ich dann so den Drang, wenn du nach Hause kommst, sofort aufklappen, dann wird der Akku schon da sein, reinbauen und anfangen. So war es dann auch, Akku reingebaut, angefangen mit der Geschichte. Ja, und so entstand dann innerhalb von wenigen Monaten dann Band 1. Jetzt habt ihr euch vor 13 Jahren getroffen, kennengelernt. Wie war denn das für dich? Du lernst ihn kennen. Ich weiß ja nicht, wie schnell er dir diese Geschichte erzählt hat, wo du sagst, was ist denn das für ein Typ? Oder ist es gerade spannend? Das hat schon ein bisschen gedauert. Ich glaube, er hat es mir dann erst erzählt, es kam so nach und nach, wo wir dann auch selbst gemeinsam so ein paar Phänomene erlebt haben. Und zwar waren wir im Garten, haben abends so eine Grillparty gemacht und aus irgendeinem Grund habe ich meine Ohrringe rausgemacht, so eine Tasse, damit die halt nicht verschwinden. Und wir haben da irgendwas gemacht und abends wollte ich halt nach die Ohrringe danach gucken. Waren die nicht mehr da. Die Tasse war natürlich auch nicht mehr da und wir haben alles abgesucht. Dachten wir uns, na, vielleicht hat sie jemand in eine Schublade oder in eine Tüte reingepackt, damit sie halt nicht verschwinden. Alles abgesucht, war nicht da, haben die anderen angerufen, hey Leute, wo sind die Ohrringe? Wir finden sie nicht. Und die so, wissen wir auch nicht. So, am nächsten Morgen nochmal telefoniert. Und die eine Tüte, wo es dann später drin war, haben wir, glaube ich, 3-mal ausgekippt. Die war wirklich, da war wirklich nichts drin. Beim 4. Mal liegen die Ohrringe drin verstreut, in der Tüte drin. Und zwar gibt es manchmal so Frequenzen, da verschwinden Elemente für eine gewisse Zeit und dann pegelt sich das wieder auf die Zeitlinie ein. Wir vermuten, dass das einfach so ein Phänomen war. Und dann haben wir uns auch gemeinsam mehr mit dieser Geschichte beschäftigt, mit diesen Phänomenen, diesen paranormalen Dingen, dass es die halt auch gibt. Und erstmal war man ein bisschen, ja, was soll das jetzt, ne? Warum ist das so? Und weil das einfach so eine Banalität war, also es waren einfach nur Ohrringe. Aber nach und nach hat man da ein Gefühl dafür bekommen, hat sich damit intensiver damit beschäftigt und hat die Sache auch ernst genommen. Also es war ja nicht jetzt so, ja, das ist jetzt so gesagt. Es gibt das halt wirklich und manchmal begleitet das uns und es will uns manchmal auch was sagen. Aber das zu verstehen ist manchmal ein bisschen schwierig, weil wir kompliziert denken in dieser Welt, obwohl das eigentlich relativ einfach ist. Habt ihr eigentlich Kontakt mit anderen Menschen, die auch solche Sachen erlebt haben? Ich kann mir das vorstellen, dass ihr jetzt auch durch euren Sender, den ihr da habt, Maya TV, bezieht sich auf eure zwei Namen. Was kommen da für Reaktionen jetzt gerade auch nach dem Buch? Unterschiedlich, muss ich sagen. Unterschiedlich. Also ich habe mehr Leserinnen, muss ich dazu sagen. Also mehr so die weibliche Fraktion, die bis jetzt so in meiner kleinen Community von Facebook aktiv ist. Und unglaublich war, dass sich sehr viele geöffnet haben. Also die packten auf einmal aus und sagten auf einmal, ja, ich kann in der Familie nicht darüber sprechen, weil der Ehemann da, naja, der ist sehr rational veranlagt oder hat vieles mit sich zu tun, mit der Arbeit und so. Und da kamen auch viele, die sagten, wenn ich da wieder anfange mit dem Thema, dann das ist so ein abstoßendes Verhältnis dann in der Partnerschaft. Und die öffneten sich auf einmal. Das ging, am Anfang war das so, ich bekam eine Anfrage, ob es das Buch auch signiert gibt. So fing das einen damals an. Und ich hatte mich da gar nicht so mit beschäftigt mit dem Thema. Und als ich dann so ein paar Postings gemacht hatte, dann wurde das immer mehr. Und die signierten Bücher, die dann rausgingen an die Leserin, die kamen so in so eine kleine Gruppe von mir. So eine kleine Fangruppe. Und dann haben wir uns über den Messenger von Facebook ausgetauscht. Und auf einmal, die schrieben mir ellenlange Berichte per Messenger. Da waren auch Geschichten dabei, die finde ich sogar noch krasser, muss ich sagen. Die waren schon über den Tod hinaus. Also da gab es eine Geschichte, dass eine Leserin zum Beispiel ihren Cousin verloren hatte. Und der ist da ertrunken in so einem kleinen Bach. Und Jahre später zieht der kleine Junge von ihr die Mutter dorthin. Und die hatte sich immer nicht getraut, dorthin zu gehen, an diese Stelle. Und letztendlich hat der Junge dann nur noch so viel gesagt, stimmt's Mama, hier bin ich damals ertrunken. Das war ziemlich hart. Also für mich war es ziemlich hart, das zu lesen. Und was war dann auch wieder so eine Reflexion, also eine richtige Reflexion auch zu dieser Geschichte, dass man das einfach ein bisschen untermauert. Aber es waren auch noch andere Dinge dabei. Ich habe mich mit Quantenphysikerinnen waren dabei unterhalten. Und die sagt, naja, ich habe denen die Geschichte so geschildert und so. Wir erleben das jeden Tag, sagte die auf einmal, unten in CERN. Und
ja, das ist halt, wenn man dann so in das Gespräch kommt, das ist ein ganz anderes Verhältnis. Mhm. Genau. Und dann noch viel später ging es dann so weit, dass dann ja, die Leserinnen dann sagten, okay, jetzt über Messenger wird es ein bisschen zu viel. Wir schreiben dir jetzt einfach mal, also per Hand. Mhm. Und dann kamen so handschriftliche Briefe rein. Und mittlerweile ist das so ein bisschen, ja, ausgeufert, sage ich mal, in Richtung schon fast Sehentherapie. Also die öffnen sich, die haben ihre Ängste, die legen ihre Ängste einfach mal so in den Brief mit rein, kann man sagen. Mhm. Viele machen, das finde ich auch immer super nett, so kleine Zeichnungen oder legen so Accessoires mit rein, mal eine Feder und sowas, was im Wald gefunden haben. Es gibt da so kleine Dinge, die sie so reinkleben, so ein Bastelprojekt einfach. Ja, und dann antworte ich halt da drauf, auf diese Dinge. Mhm. Genau. Also du machst jetzt auch so Briefseelsorge und irgendwie hatte ich auf der Seite gelesen, so dieses Schreiben lernen wieder, dieses Handwerk des Schreibens, also auch mit der Hand, Handwerk. Machst du da Workshops oder wie machst du das? Nee, Workshops ist das eigentlich weniger. Ich bin durch eine Autorin im letzten Jahr, bin ich eigentlich so wieder darauf aufmerksam geworden, so wieder dieses Handschriftliche, dieses Handwerk eigentlich so in das Schreiben mit reinzubringen. Und es sind eigentlich nur die Briefe. Also ich mache das nur so, dass jemand, der eine Frage hat zu diesem Phänomen oder der einfach gerade nicht weiter weiß. Ich habe auch welche, die leiden unter Burnout und so. Also die sind wirklich in der oberflächlichen Welt, sage ich jetzt mal, sind die so verstrickt. Die wollen einfach die Hintergründe wissen, dass ich dann helfe, also so wie es dann halt geht. Dass ich dann näher hingucke. Ich habe welche aus der Bahnhofsmission, die helfen dann zum Beispiel anderen Menschen und die haben auch solche Erlebnisse dann gehabt, wo sie Geschenke bekamen vom Leben und so. Und dann tauschen wir uns halt auch auf dieser Ebene aus. Es ist halt was ganz anderes, als wenn man nur so über Facebook oder so das macht, genau. Jetzt gibt es ja Psychologen, die sich mit solchen Phänomenen auch beschäftigen. Es gibt, glaube ich, sogar die Parapsychologie. Hast du da mal Kontakt aufgenommen, dass man bestimmte Dinge auch sich mal erklären lassen kann oder bis jetzt noch nicht austauschen kann? Noch gar nicht. Bis jetzt noch nicht. Also bei mir ist es jetzt so, wir kennen ja unsere Geschichte und wir stellen halt selber unsere Forschung halt an. Also wollten jetzt nicht so fremde Meinungen damit reinfließen lassen oder so, sondern unsere eigene Geschichte, unsere eigene Hintergrundgeschichte eigentlich erfahren. Und was wir halt auch erfahren hatten, dass also meine Oma zumindest von der Grafschaft Mansfeld halt abstammt. Das ist halt auch im Kloster von Helfter ist das halt auch belegt in dem Ahnenbuch. Und ich selber kenne das Buch nicht, aber sie war schon öfters da und hat da auch mal Forschung betrieben. Und das kann halt ein Schlüsselpunkt sein, warum wir eben in diese Geschichte mit hineingezogen wurden. So genau wissen wir es halt bis heute nicht, ob es wirklich nur die Pilze waren. Wir wissen heute, dass es Giftpilze waren. Ich hatte das dann später dann auch recherchiert. Also Gott sei Dank. Die der Onkel gefunden hatte, aber noch nicht konsumiert. Richtig. Das würde auch einiges erklären, aber... Ja, genau. Also, und wir hatten auch, weil viele auch gesagt hatten, die dann die Geschichte nicht so geglaubt haben, naja, ihr hattet vielleicht vom Hallimasch dann einfach mal so gekostet oder so. Wir haben alle vier... Nein, wir haben... Ich definitiv, ich habe nie rohe Pilze gekostet oder so. Wir haben einfach das Objekt wahrgenommen. Also das kam nicht vom Pilzen. Wir standen nicht irgendwie im Rausch oder so. Ja. Es gibt ja manchmal so Halluzinationen, die man kriegt, weil man vielleicht Hunger hat oder unter Stress steht oder so. Oder keine Ahnung. Also genau. Das ist ja jetzt nicht... Also die Psychologen haben da immer schon eine schöne Erklärung dafür, warum man irgendwas sieht oder Stimmen hört. Da wird man schön katalogisiert dann abgerechnet. Aber manchmal darf man vielleicht mal genauer zuhören oder genauer hinschauen. Ihr beide macht jetzt aber auch was zusammen. Also du hilfst schon mal vielen Menschen durch deine Schreibarbeit, wo Menschen dir begegnen und vielleicht wird es nach der Sendung auch noch mehr. Und du machst aber auch Ähnliches, ne? Also ihr habt euch irgendwann mal gesagt, du kommst ja eher so von der Physiotherapie. Alles gut. Genau. Aber ihr habt jetzt diesen Kanal aufgemacht, wo ihr sagt, wir schmeißen mal unsere Talente zusammen, gucken mal, was wir so können. Vielleicht können wir was zusammen machen. Und dabei hast du noch ein ganz anderes Talent an dir entdeckt, was eigentlich schon immer in dir schlummerte, ne? Das ist richtig. Also anfangs habe ich die Cover für die Bücher gemacht, für die ersten zwei. Und das mit dem Zeichnen, das war so eine Sache, was ich anfangs nicht so wahrgenommen habe. Also ich habe so eine Scanner-Persönlichkeit und ich habe immer vieles ausprobiert, um zu mir selbst zu finden, weil ich innerlich nicht so erfüllt war. Ich habe immer gesehen, dass die anderen halt das immer alle hatten und die waren halt so beliebt und ich war es halt nicht. Und das war so eine Sehnsucht und ich wollte halt das auch und habe das versucht auszugleichen damit. Was einerseits interessant ist, weil man dann offen für Neues ist, aber auch andererseits das Problem hat, man findet nicht zu sich selbst. Und dann habe ich das auch immer gemacht, dazu gezeichnet unter anderem. Und mein Selbstbewusstsein war leider nicht so gut wie heute. Ich musste sehr lange dafür arbeiten, dass ich so selbstbewusst auftreten kann, wie ich das heute tue. Und wenn er halt im Zeichnen, was jetzt nicht so gut war, habe ich es immer auf mich geschoben. Ich bin jetzt nicht gut genug oder
ja, ich kann das jetzt nicht und das passt halt nicht. Ich habe immer irgendeine Ausrede gehabt, weil meine Glaubenssätze halt da überwiegt haben, überwogen haben, der Sache. Ja, und 2013 hatte ich das dann beendet und danach kam die Fotografie. Das war ganz spannend. Das hat sich so im Wechsel, hat sich das so abgelöst. Und die Fotografie war wirklich ein Auffangbecken für mich, weil die hat mir wieder Selbstbewusstsein gegeben. Also ich konnte damit halt lernen, weil da hatte ich was in der Kontrolle. Man kann das alles einstellen, die ganze Belichtungszeit, Fokus und auch ISO-Wert. Und das war echt eine Therapie für mich, eine Serientherapie. Das war auch sehr interessant. Wir sind mit dem Bus gefahren, mit dem Schienenersatzverkehrbus. Und da ist ja alles sehr entspannt und ganz ruhig. Und ich habe da so eine schöne Wiese, es war Winter, und da waren so Rehe und da war so ein schöner Sonnenuntergang. Und das hat mich so inspiriert. Da hatte ich so einen kleinen Kopfkino und ich wollte ab denen dann Fotografie machen, habe ich dann auch gemacht. Und wir haben dann viele Jahre auch für die Redaktion gearbeitet. Und das ist so der Grundbaustein für das, was ich jetzt mache. Also ich habe auch sehr viel auch Zwischenmenschliches gelernt, weil man sieht die Welt dann mit ganz anderen Augen. Jetzt nicht nur, wie man die Belichtung einstellt und vielleicht die Brennweite, sondern das ist ein ganz anderer Fokus, den man dann bekommt. Man ist sich aber in dem Moment nicht bewusst, logischerweise, weil man einfach in dieser Sache drin ist. Aber wenn man dann ein wenig Abstand zu dieser Sache hat, sieht man die Sache auch wirklich mit ganz anderen Augen und einem höheren Bewusstsein. Und das erklärt dann einfach vieles. Ja, und dann hat eine kleine Pause gemacht und ganz witzig, dann kam es Zeichnen. Wie soll das auch anders sein? Das fiel so ein bisschen vom Himmel. Wir waren im Garten und ich hatte wieder so ein Kopfkino. Und da ging es ums Zeichnen, obwohl ich vorher mit Zeichnen gar nichts mehr zu tun hatte. Ich hatte nichts mit meinem Skizzenbuch, auch nichts mit Comicfiguren oder Charakterdesign zu tun. Und ja, ist mir so durch den Kopf gegeistert und später dann wieder. Ich habe da so Cornflakes-Packungen, die haben mich total inspiriert. Ich wollte den unbedingt zeichnen. Das war so Cookie von diesen Cornflakes-Dingern, habe ich dann auch gemacht. Und das war so eine Inspiration dazu. Und das Schlusslicht war, wir haben einen Film geguckt, da ging es auch wieder um Zeichnen, wie soll das anders sein, das ist bei mir sehr beliebt. Filme, ich adaptiere gerne viel aus Filmen. Und ich habe dann eine Pikachu gezeichnet. Und das ging knalllos daneben, das sah aus wie so eine verformte Kartoffel. Und heute lache ich drüber, weil es ganz witzig ist. Aber es hat mich einfach geärgert. Ich habe gemerkt, ich kann das eigentlich. Und in dem Augenblick war es halt nicht da, weil es einfach eine Koordinationsgeschichte ist aus verschiedenen Sachen, aus Erfahrung, einfach auch ein bisschen Disziplin. Habe mich rangesetzt und habe wirklich von vorne, vom Grund her, das Zeichnen wieder gelernt. Also man zeichnet mit den Augen, Nase, Mund, Ohren, Haare. War auch sehr interessant. Und ein Jahr später konnte ich dann semi-realistisch zeichnen. Das hätte ich ein Jahr vorher nicht gedacht, dass das möglich ist. Ich habe mir Hast du das schon mal professionell irgendwann gelernt? Weil wenn man sich deine Comics anguckt, die sind schon, also die finde ich schon. Sagen wir es mal so, ich hatte, ich muss überlegen, 12 oder 14 war ich, da gab es eine Zeitschrift. Und ich fand eigentlich das Cover eigentlich auf diese immer so super. Das war so schön aufgewertet, so mit Highlights und allem drum und dran. Es war einfach ansprechend. Und ich habe das dann einfach skaliert, weil ich habe das nicht abgepauscht. Ich habe wirklich mir das angeguckt und habe geguckt, wie machen das? Und habe das einfach ausprobiert. Weil manche waren einfach nur wirklich so groß und ich habe das dann auf A4 skaliert. Und meine Mom war leider ein bisschen gemein zu mir und die hat alle Zeitschriften weggeschmissen. Sollte vielleicht vom Leben sein, ich sollte vielleicht erst später mit dem Zeichnen beginnen, weil das halt auch was mit dem Bewusstsein zu tun hat. Das ist sehr tiefgreifend, die Geschichte, und mein Selbstbewusstsein war damals auch noch nicht so gut. Und deswegen kam das jetzt wieder. Und nein, das hat mir echt keiner beigebracht. Ich habe das auch nirgendwo gelernt. Ich habe mir das do-it-yourself, ich bin so ein do-it-yourself-Typ, ich bringe mir das halt alles gern selbst bei, weil das nur bis zu einem gewissen Grad geht. Vielleicht beim Zeichnen ein bisschen mehr. Und dann fiel das im wahrsten Sinne so vom Himmel. Ich hätte mir das ein Jahr vorher gar nicht mal denken können. Wir haben uns so unterhalten. Zum Beispiel in der Physiotherapie habe ich das so ein bisschen erzählt, wollte jetzt auch nicht Nein sagen. Und ein Jahr später konnte ich tatsächlich dann semi-realistisch zeichnen und dachte mir, wow, okay, gut, ja. Und das Spannende war, das hat sich dann immer so von Monat zu Monat so richtig krass entwickelt. Ich hatte auch Charaktere für das Buch gezeichnet. Und im August war ich schon viel weiter, als was ich im Juli, also im Sommer gezeichnet hatte. War zum Beispiel der Nasenübergang, war jetzt noch nicht so ausgereift. Das konnte ich dann im August, aber ich hatte halt schon so viel Vorarbeit geleistet, ich konnte das jetzt nicht nochmal aufholen. Und das passiert dann später nochmal. Aber es war schon ein absoluter Reifeprozess, weil es hat was mit der inneren Selbstfindung zu tun. Und den einen Tag, weiß ich noch, da hatte ich gerade ein Projekt und da ist mir so das durch den Kopf geschossen, das ist halt so der Schlüssel zum inneren Kind, weil wir sind ja mit verschiedenen Sachen aufgewachsen, zum Beispiel Charakter, zum Beispiel im Fernsehen. Ne? Und die haben uns geprägt, weil sie haben enthalten, ich kann es gar nicht richtig ausdrücken, sie enthalten gewisse Stärken und Eigenschaften und auch Interessen, die wir verkörpern. Und deswegen finden wir das super. Aber wir verstecken das dann halt vor dieser Welt, weil das nicht immer so in Ordnung ist. Weil also die Figuren. Die ja, genau. Wir adaptieren uns mit gewissen Charaktereigenschaften dieser Figuren, deswegen finden wir das klasse. Ja, klar. Und dann wir verstecken aber diese Eigenschaft, weil das halt nicht so konform ist in unserer Gesellschaft. Da sind andere Stärken gefragt.
Was war denn so deine Figur, wo du dich identifiziert hast? Mit? Als Genderpersönlichkeit unglaublich schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, die hatten alle so verschiedene Eigenschaften, zum Beispiel diese Flexibilität, diese Improvisation, immer eine Lösung zu haben, so dieses spielerisch ranzugehen. Das war so diese Grundeigenschaften, die einfach eine Menge Figuren mitgebracht haben. Und das, was ich klasse fand. Ich habe das aber unbewusst, also ich war mir der Sache nicht im Klaren, ich habe das dann einfach angenommen und habe das dann durchspielt im Kopf. Und jetzt erst in den Jahren, wo ich jetzt wieder zeichne, ist mir das eigentlich erst mal klar geworden, dass das so Charakterstärken sind, also vielleicht auch Helden unserer Kindheit. Mhm. Und da hat man dann wirklich einen inneren Draht zu sich. Das ist sehr interessant. Aus meiner Kindheit oder Jugend weiß ich noch, das war dann so Alf. Ne? Alf war ja der durfte immer sagen, was er denkt. Ja, oder, genau, er durfte sagen, was er denkt. Das war dann so die, Sache, oder jetzt später kam dann hier Bernd das Brot oder so, ne? Der immer Miesepeter war, das darf ja eigentlich auch nicht sein. Also gibt es ja eigentlich immer so Figuren, die jeder so irgendwie in der Kindheit, Jugend oder vielleicht auch später so für sich hat und sich damit identifiziert, würde gerne, aber darf nicht aus seiner Haut raus. Versteckte Bedürfnisse. Das ist sehr interessant, das habe ich halt auch an einigen Menschen beobachtet, weil sie haben sich das so angeguckt und ich habe sie beobachtet, wie sie das halt aufnehmen. Und das war ein sehr interessanter Prozess, das zu sehen. Mhm. Und damit arbeitest du jetzt, ne? Damit also arbeite ich richtig, du machst innere Kindarbeit, also auch quasi wie eine psychologische Arbeit, oder? Ja, kann auf man künstlerische das so sagen? Art und Weise, richtig. Mhm. Weil eben ist mehr das Schreiben und diese Wortfindung und bei mir ist mehr dieses Visuelle. Ich bin ein visueller Lerntyp auch. Das war auch anfangs ein Problem, weil ich das nicht wusste, dass ich ein visueller Lerntyp bin. Und ich dachte mal, ich musste mal alles aus dem Kopf mir ziehen. Ich hätte zum Beispiel auch eine Vorlage nehmen können. Das wäre viel einfacher gewesen. Aber ich bin halt so erzogen worden, das aus dem Kopf mir zu ziehen. Und das war das Problem halt. Das war dieser Glaubenskrieg in mir. Ja, das hat sich dann so entwickelt. Jetzt gibt es euren Sender Maya TV, wo ihr, wie wir haben es ja schon gesagt, beides so zusammenbringt. Was wollt ihr? Der Sender heißt auch die etwas andere Redaktion. Was macht ihr anders als wir jetzt zum Beispiel? Also hier geht es ja nur darum, dass wir in der Redaktion, also von uns, diese Kunst halt darstellen. Mhm. Dass wir halt auch mal hinter die Kulissen, also denjenigen schauen lassen. Dass wir sagen, okay, wir haben jetzt die fertigen Bücher oder jetzt auch das Serienmagazin Band 3. Und dass man halt auch die Arbeit, die dahinter steckt, auch mal sich angucken kann. Und jemand, der zum Beispiel auch mal mit dem Schreiben beginnen möchte oder der vielleicht auch eine kreative Ader in Kunst oder so hat, der kann halt auch auf der Seite gucken und findet vielleicht so eine gewisse Inspiration oder Motivation einfach. Mhm. Also es ist halt kreativ, sage ich jetzt mal. Ja. Es fließt die Kreativität von uns beiden, fließt halt in ein Projekt ein. Und das Hauptprojekt ist halt Band 3, woran wir beide arbeiten, wo sie ihre Skizzen mit reinbringt, wir aber auch Videos mit reinbringen, jetzt ganz neu. 180 Stück hast du schon gedreht, ne? Also, Das ist aber von Maya TV noch aus der Vorgeneration. Wir hatten früher auch andere Videos noch gemacht, also Reportagen von Messen und so weiter. Mhm. Und das bieten wir halt auch noch den Zuschauern mit an. Also Maya TV ist schon etwas älter, sage ich mal, und hat sich aber neu gefunden aufgrund der Kreativität. Wir brauchten halt eine Plattform, wir wollten das nicht nur auf YouTube stellen. Und für Bücher ist es ja immer so, man braucht dann einen Verleger oder so, der das halt dann macht. Mhm. Und wir wollten aber auch die digitale Welt halt ansprechen. Und beim Cover bleibt es dann nicht bei der Kunst alleine. Und wir wollten halt den Leser ein bisschen tiefer in das Geschehen reinziehen. Und da sollten halt dann auch die paranormalen Dinge mit eine Rolle spielen. Und eine Graphic Novel jetzt nur so darzustellen, also als Print, würde es nicht schaffen. Wir brauchen bewegte Bilder mit dazwischen. Wir brauchen auch so ein paar Spielereien, wo dann derjenige, der Leser, auch mal sich ausprobieren kann. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ganz aktuell, wo dann einfach mal so eine Rechnung einfach gemacht werden muss und so weiter. Also das ist halt auch dieses Spielerische, das steckt auch in der Graphic Novel halt dann drin. Genau. Ja, kann man sich... Sagen wir es mal so, man kann gewisse paranormale und auch spirituelle Dinge nur bis zu einem gewissen Punkt erklären, weil einfach das Vorstellungsvermögen da endet. Und genau da greifen einfach die visuellen Bilder, aber auch die bewegten Bilder greifen da einfach ein, holen alle Leser und auch Interessierten einfach von einer gewissen Ebene ab. Da gibt es einfach jetzt keine Benachteiligung oder so, das ist alles ein Format und dann können sie damit dann arbeiten. Wer jetzt zum Beispiel wirklich interessiert daran ist, die Fragen beantwortet zu haben oder jetzt noch mit sich zweifelt, glaube ich das jetzt nicht, weil halt es wird auch viel erzählt in unserer digitalen Welt und die Leute wollen das auch gerne belegt haben, was ich auch durchaus verstehe und dann können sie sich halt authentisch ihr eigenes Bild davon machen. Nicht nur lesen oder hören, sondern die sehen es dann halt auch. Mhm. Genau. Vielleicht noch ein Satz zu Verschwunden im Wald, wenn jetzt jemand sagt, wow, Thriller, klingt spannend, vielleicht noch ein bisschen neugierig machen, was so passiert in dem
Ja, also im ersten Kapitel lernen wir Ben kennen. Ben ist so, also im Alter von 8, er ist eigentlich so mehr der Außenseiter in der Schule. Und das liegt halt daran, weil er halt auch anders ist. Und er hat auch nächtliche Albträume, die ihn plagen, und geht der Sache halt auch auf den Grund und denkt dann auch so drüber nach. Und es geht halt um die Geschichte der Kutsche auf jeden Fall erstmal in Kapitel 1. Das heißt, er geht mit seiner Familie auf Pilzsuche. Und wir erfahren auch ein bisschen darüber, dass die Familie selber halt auch so ein kleines Geheimnis halt mit sich herumträgt. Mhm. Und diese Außergewöhnlichkeit einfach. Und im Teil 2 dann ist Ben dann schon ein bisschen älter und er erlebt seine letzten Winterferien zusammen mit seinen Schulkameraden nochmal im Wald, weiß aber nichts davon. Er wird mehr oder weniger dort reingezogen in diese Sache. Und es geht da um ein Mädchen, das umgebracht wurde in dem Wald. Und es verschwindet auch ein Freund innerhalb der Gruppe, weil er so ein bisschen, weil es bei ihm ein bisschen aushakt, sage ich jetzt mal. Und später erfahren wir dann halt, dass das Mädchen in einem dichten Verhältnis stand auch zu Ben und aber auch zu den anderen Klassenkameraden. Mhm. Und es ist so ein bisschen in einen Thriller verpackt, dass wir halt auch merken, dass wir teilweise in so einen Wald halt gehen und wir sind so nichts an drin und werden dann in so eine Situation einfach so reinkatapultiert. Mhm. Ja, wir werden also mit einer gewissen Angst konfrontiert in Teil 2 dann des Buches, genau. So viel wollen wir noch nicht verraten. Ja, genau, aber ein Psychopath kommt zum Schluss auch noch mit. Ja, richtig, genau. Das wird dann richtig gut, deswegen habe ich ihn nicht weitergelesen, weil ich bin eher für die freundlichen Geister. Mhm. Wenn ich durch den Wald gehe, also ich gehe trotzdem mit offenen Augen und sehe dann eher Elfen und positive Sachen um mich rum und zumindest bilde ich es mir ein. Wobei ich sagen muss, mein Hund ist früher immer vor mir hergelaufen im Wald in einer bestimmten Ecke und hat fürchterlich gebellt und sich manchmal quergestellt, wo ich manchmal schon dachte, wer weiß, was hier ist, wo ich vielleicht nicht lang soll oder so. Ne? Ich bin dann aber meistens, habe ich ihn dann zur Seite und wir sind dann trotzdem da durch. Ja, Tiere haben ja ein ganz anderes, ganz andere Wahrnehmung als wir Menschen und die wittern halt dann bestimmte Dinge, die wir halt nicht optisch gleich sehen oder vielleicht erst hinterher. Also sie können auch schon voraus was wittern, sage ich jetzt mal. Ja. Was uns dann zwar auch optisch dann irgendwann begegnet, aber sie spüren das halt irgendwie. Aber vielleicht waren es auch einfach nur Tiere. Ich bin ja immer so kann sein. Da gibt es ein bisschen Rotwild. Auf der anderen Seite, meine Oma hatte ja auch einen Rottweiler dann später, kommt ja auch noch im Buch vor und da war es dann definitiv kein Tier. Und ich schlief dann halt immer, der Rottweiler war eine Hündin, im Schlafzimmer im Bett. Also hatte so ein Ehebett und war ja alleine dann. Und da schlief der Rottweiler wie so ein Mensch dann daneben. Und eines Nachts, da fängt die an zu knurren. Und auch da war die Schlafzimmertür immer offen. Und da ist heute auch meine Oma sich dessen hundertprozentig bewusst. Da war wie so eine Nebelgestalt, die einmal um das Bett drumherum und dann aus dem Schlafzimmerfenster halt wie herausflog. Und Camille hieß damals die Rottweiler-Hündin, die folgte auch richtig mit dem Knurren und ihrem Kopf dieser Gestalt. Ja, hat ja nur meine Oma damals wahrgenommen, aber wir glauben das einfach, weil Camille war eine treue Seele, sage ich jetzt mal. Also die hat normalerweise kein Menschen irgendwie was like, aber in dem Moment abends kam halt dieser Wach- oder Jagdinstinkt halt hervor und wenn die wirklich geknurrt hat, dann war da auch irgendetwas, ja. Ich habe das bei meinem Hund manchmal auch beobachtet. Der saß manchmal auf dem Bett und starrte so aus dem Fenster. Es war dunkel, wo ich gedacht habe, wer sitzt hier hinter mir? Also habe ich manchmal auch gedacht, ich kann es nicht wahrnehmen, da bin ich wahrscheinlich zu verkopft. Mhm. Aber es passieren zurzeit auch so ein paar Dinge bei mir im Haus und in der Wohnung. Mein Hund ist ja jetzt gestorben, auch ziemlich dramatisch. Und da bin ich auch, mein Schlüssel ist zum Beispiel weg, mein Wohnungsschlüssel, wo ich denke, naja, wenn du sagst, er kommt wieder, habe ich ja noch Hoffnung. Er kann also wiederkommen, muss aber nicht. Und es kann auch eine ganz andere Bedeutung haben, weil du stehst ja auch so auf Schlüssel, muss ich dazu sagen. Ach, und was heißt das, wenn der Schlüssel weg ist? Naja, man hat ja so ein gewisses Element, was so ein Schlüssel zu sich selber ist. Mhm. In meinem Fall wäre das zum Beispiel jetzt die Kunst. Und ich habe den ersten Schlüssel habe ich zu meinem ersten Fotoshooting geschenkt bekommen. Ich hatte ein kommerzielles Fotoshooting und ich habe da den ersten bekommen. Der hat sich nur leider immer verbogen, deswegen habe ich mir einen anderen gekauft, der ein bisschen robuster ist. Aber es ist so, ja, man möchte ja mal ein bisschen was unter Kontrolle haben. Und da hat ja jeder so sein eigenes Tool und das hilft einem einfach ein bisschen, in deine innere Welt vorzudringen. Also weit entfernt von diesen anderen äußeren Einflüssen, mehr zu sich selbst. Weil wir wollen ja immer allen alles recht machen, aber wir machen uns es am wenigsten recht. Und das ist so das kleine Hilfsmittel, um die Schnittstelle von außen und innen zu bilden.
Und was ist, wenn der Schlüssel verloren geht? Ich habe eher so das Gefühl, ich müsste das Umfeld dort wechseln. Naja, das ist ja im Außen eigentlich. Das ist ja im Inneren, das ist ja so eine, wie sagt man, so eine Trophäe. Also eigentlich findet es ja im Inneren alles statt, man weiß das auch. Das ist einfach nur so eine kleine Erinnerung, so eine kleine Trophäe. Man, ach ja, stimmt, so war das. Und das ist, ja. Kann auch für Neubeginn richtig. Dann das Gefühl habe ich eher, genau. Ne? Wenn etwas geht, ist dann der Weg frei für was anderes. Also den Schlüssel, also irgendwo in das richtige Schloss sozusagen einzusetzen, umzudrehen, um dann was Neues halt zu beginnen. Genau. Oder wenn man vielleicht auch im Zweifel ist, dann spiele ich so ein bisschen dran rum und dann denke ich mir, ach ja, so war das, stimmt, genau. Mhm. Das ist auch so eine kleine Erinnerungsmetapher für mich. Mhm. Das hilft mir ganz gerne. Und um auch noch eine kleine Geschichte zu erzählen, die paranormale, wie auch immer. Ich bin letzte Woche an so eine Runde gelaufen bei uns am See und habe eben sehr intensiv an meinen Hund gedacht. Der ist erst vor ein paar Tagen gestorben. Habe die Hand aufs Herz gelegt und habe wirklich sehr intensiv an ihn gedacht. Strahlender Sonnenschein. Und dann eine Minute später, es war nur eine kleine Wolke am Himmel, eine weiße. Mhm. Und die hatte Regenbogenfarben. Mhm. Irre. Also da habe ich echt gedacht, dass man nicht ein Zeichen ist. Ja, hat man auch auf Friedhöfen sehr häufig, dass man dann am Grab steht zum Beispiel und ist vielleicht alles so, ja, so bewölkt, sage ich jetzt mal, und normalerweise keine Sonne und auf einmal kommt die Sonne so hervor und der Lichtstrahl dann genau aufs Grab, haben wir schon sehr das häufig erlebt. Das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal. Genau. Also eigentlich genau. Also da wird man dann berührt mit dieser Sache. Naja, es gibt mehr, als wir rational wahrnehmen können und ihr habt uns viele Geschichten erzählt. Und neugierig gemacht auf das Buch, auf eure Seite. Und ich sage Dankeschön, dass ihr hier wart. Wir haben zu danken. Genau, wir danken uns auch, dass du auf uns aufmerksam geworden bist, uns heute in die Sendung eingeladen hast, dass das Thema halt einfach auch sehr interessant ist für deine Zuschauer und auch generell einfach mal erzählt werden muss, die Geschichte. Vielen Dank. Ja. Alles klar? Alles klar.